Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Chemlog Kompetenz Tour. Heute leider online und nicht live. Mein Kollege Florian Rathe und ich möchten Ihnen heute eine Sofortimplantation vorstellen. Florian wird gleich zum Patienten gehen und schon mal beginnen, digital zu scannen, während ich noch ein bisschen was dazu erzähle. Wir haben einen oberen Dreier, der extrahiert werden soll und sofort implantiert werden soll. Wir möchten Ihnen unser Konzept vorstellen, wie wir Zeit und Effizienz steigern wollen und die Sofortimplantation kombinieren wollen mit einem digitalen Scan, der dann eigentlich gleich direkt zu unserem Techniker gehen kann, sodass wir wenige Stunden später ein gefrästes Provisorium haben werden. In dem Fall natürlich aus übertragungstechnischen Gründen werden wir es erst morgen einsetzen. Die es interessiert, können uns gerne E-Mail schicken. Wir werden Ihnen die Fotodokumentation dann überlassen, denn das kann natürlich heute live nicht gesehen werden. Wir haben also einen oberen Dreier, der eine dünne Gingiva hat und jetzt eingescannt wird. Wir machen einen Pre-Scan, wir schalten vielleicht um zum Herrn Rathe, während ich da noch ein bisschen was erzähle dazu. Wir machen also einen Pre-Scan vor der OP. Natürlich stehe ich da nicht steril da rum, sondern das ist schon erledigt, bevor ich ins Zimmer komme. Jetzt macht es der Herr Rathe. Wir haben dadurch den Vorteil der Zeiteffizienz, denn wir können, wenn es dann implantiert ist, nur dieses kleine Segment scannen, einschneiden und einfügen und sparen uns dadurch Zeit. Ja, Florian, vielleicht magst du was dazu erzählen, während du arbeitest. Ja, wir haben jetzt schon mal den Unterkiefer gescannt, den Oberkiefer gescannt und was wir jetzt noch brauchen, ist der Biss-Scan. Genau, dazu müssen wir auf den Bukal-Scan gehen. Jetzt würde ich Sie bitten, mal zusammenzubeißen, die Zähne. Genau, und bitte zusammengebissen lassen. Dann müssen wir jetzt den Scanner aktivieren. Normalerweise mache ich das mit dem Fußschalter, aber dadurch, dass wir das hier noch abfilmen, funktioniert das nicht so gut. Es erscheint da unten schon das grüne Häkchen. Das heißt, der Computer hat es erkannt. Den Scanner gerade wieder ausmachen. Ja, genau. Und bei Ganzkiefer-Scans sollte man das auf der anderen Seite auch machen. Nochmal den Scanner anstellen und wieder zusammengebissen lassen, genau. So. Hier zeigt er das auch schon zusammengesetzt. Okay, und wieder ausmachen, das reicht schon aus. Genau, das passiert alles vor der OP. Wir kommen nachher intra-OP nochmal darauf zurück. Dann nämlich, wenn das Implantat gesetzt ist. So, jetzt komme ich wieder vor ins Bild. Jetzt geht's los. Jetzt wird erst anästhesiert. Der Dr. Schlepp bereitet schon alles vor. Und ich werde hier in der Zwischenzeit ein bisschen was zum Fall sagen. Oder möchtest du gerade noch? Ich erzähle noch ein bisschen was zum Einscannen, zum Einspritzen. Wir wollen natürlich nicht nur eine gute Dienstleistung in puncto Implantologie bringen, sondern unseren Patienten möglichst wenig spüren lassen. Gibt es natürlich ein paar Tricks. Ich würde Sie bitten, den Mund ein bisschen weiter zuzumachen. Wir stechen die Nadel nicht ein, sondern ziehen mit dem Spiegel ein bisschen, irritieren dadurch, das war nicht gewünscht, irritieren dadurch den Patienten ein bisschen und ziehen quasi den Hautlappen über die Nadel und geben jetzt tröpfchenweise das Lokalanästhetikum zu. Wir haben den Patienten natürlich vorher bestochen, dass er dann sagen würde, er hat nichts gespürt. Aber Sie müssen dann tief in die Augen schauen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Sie sehen, ich lasse mir da sehr, sehr viel Zeit dazu. Natürlich wird er ein bisschen was spüren, aber oft schafft man es wirklich, völlig schmerzfrei zu anästhesieren. Dauert ein bisschen, aber die Zeit ist es uns wirklich wert. Das war die eine Stelle. Ruhig noch ein bisschen weiter zumachen, wenn es geht. Wir ziehen einfach ein bisschen und ziehen dann quasi, stechen gar nicht ein, sondern ziehen die Haut über die Nadel. Bukal geht's gut. Was ich unserem Patienten noch nicht verraten habe, dass es
palatinal natürlich ein bisschen unangenehmer ist, aber auch da gibt es einen kleinen Trick. Wir werden erst mit der Rückseite der Spiegel so eine Art Druckanästhesie machen und dann nur ein kleines bisschen einspritzen und wenn es dann wirkt, dann nochmal nachspritzen. Sie würde ich jetzt bitten, dass Sie den Kopf weit nach hinten überstrecken und weit öffnen. Und ich drücke jetzt da mit dem Spiegel. Müsst mal sehen. Und jetzt gebe ich einfach ein ganz kleines bisschen hin. Das spürt er natürlich. Also nachher, wenn wir Sie fragen, ob Sie es gespürt haben, das gilt nicht. Gell? Das geht nämlich nicht schmerzlos. Aber wenn es jetzt wirkt, dann können wir schmerzlos weitermachen. Bis die Spritze wirkt, wird Ihnen Florian Rathe den Fall ein bisschen erklären und ich werde mich gleich steril machen. Oder vielleicht soll man genau, das Blut noch dann, abnehmen? Ja, genau. Sieht man jetzt die Präsentation? Sieht man perfekt. Gut, ja, ich habe Ihnen ein paar. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Jawohl. Ich habe Ihnen ein paar Eindrücke aus der Praxis mitbekommen. Es läuft ja jetzt alles leider online ab. Das heißt, können Ihnen sonst keine Eindrücke hier gewähren von der Praxis. Deshalb ein paar, eine kleine Collage. Da unten rechts sehen Sie uns das Behandlerteam, die Boygroup im Bilde. Links beginnt mit dem Thomas Stumpf, dann der Dr. Schlee, meine Wenigkeit und der Dr. Schad. Jetzt kommen wir aber zu dem Fall. Zunächst werde ich Ihnen mal den Fall vorstellen und danach sage ich noch was zu dem Konzept, zu dem digitalen Konzept. Das ist das Röntgenbild, was wir von dem Hauszahnarzt bekommen haben. Hier sieht man, zu dem Zeitpunkt, wo das Röntgenbild gemacht wurde, war die Krone 1-3 noch in situ. Hier haben wir noch ein kleines Einzelzahnröntgenbild gemacht, als der Patient dann schon mal zur Vorbereitung des ganzen Eingriffs hier war. Und man sieht, in der Zwischenzeit ist da schon die Krone abgebrochen. Man sieht weiterhin die Achse des Zahnes 1-3. Das gibt eigentlich so ein bisschen die Herausforderung, weil der Dr. Schlee muss jetzt natürlich darauf achten, dass er nicht in diese Alveole reinrutscht, also nicht die Achse des Zahnes, die da vorgegeben ist, verfolgt, sondern eine Achskorrektur macht, vornehmen wird. Das werden wir gleich während der OP auch nochmal sehen. Hier sieht man die klinische Zone, das klinische Bild des Falles. Das ist der Wurzelrest, so wie er sich im Moment dann darstellt, tief frakturiert. Wir haben vestibulär noch eine minimale Zone der keratinisierten befestigten Gingiva. Und ich sehe gerade, hier wird im Moment gerade Blut abgenommen. Wir kommen nachher gleich wieder zum Fall zurück. Ich möchte Ihnen nur mal zeigen, wie wir das hier machen. Wir bereiten nämlich gerade PRF vor. Ist schon umgestellt? Ja, genau. Genau. Also der Dr. Schlee hat in der Zwischenzeit, wo ich jetzt hier angefangen habe, den Fall vorzustellen, den Zugang gelegt und hier wird jetzt das Blut abgenommen in diese speziell für das PRF vorbereiteten Ampullen. Wie viel haben wir schon? Wir haben schon zwei entnommen. Wir werden also vier Stück entnehmen. Das genügt für so ein Einzelzahnimplantat. Und während du dann weiterredest, werden wir das in die Zentrifuge geben und spinnen. Ich werde jetzt am Palatinal noch einmal nachspritzen, mich dann steril machen. Und wenn du dann fertig bist, können wir dann relativ zügig loslegen. Prima. Ich glaube, wir schalten zurück zu dir. Können wir wieder? Okay, dann bräuchte ich nochmal die Präsentation. Also genau, da haben wir die vorgegebene minimale Zone der keratinisierten befestigten Gingiva eingehalten, aber das Gewebe ist bukal etwas dünn, also zu dünn für unsere Belange. Man sieht es hier, ist nochmal von okklusal aufgenommen, das ist die Situation, die wir jetzt vorfinden. Jetzt geht es natürlich zunächst erstmal darum, den Wurzelrest möglichst atraumatisch zu entfernen, ohne jetzt die dünne bukale Knochenlamelle dabei wegzubrechen. Das ist der erste Schritt, den wir dann vornehmen werden, wenn der Dr. Schlee dann steril ist. Und dann kommt die Implantatbettaufbereitung für das Progressive Line Implantat, Plattform geswitcht.
Wie gesagt, Darm muss jetzt aufpassen, dass er nicht die Achse der Alveole, nicht in der Achse der Alveole bleibt, sondern apikal weiter nach mesial die Implantatinsertion vornimmt, nämlich zu dem Zahn 1-2 hin. So viel erstmal zu dem Fall. Jetzt möchte ich noch mit ein paar Worten das Konzept erklären. Man sieht jetzt hier einfach mal so einen Workflow, so einen digitalen Workflow. Gescannt wird hier zuerst mal der Unterkiefer grau dargestellt, danach der Oberkiefer im nächsten Scanfeld grau dargestellt. Dann würde normalerweise zuerst der Abutment-Scan vorgenommen werden. Der Abutment-Scan hält die dreidimensionale Position des Implantats im Raum fest. Ja, das ist sozusagen unser Implantatabdruck, der digitale. Das stellen wir jetzt aber erstmal zurück, weil das Implantat ist noch gar nicht gesetzt. Also dieser Workflow hier ist so angelegt, wie ein ganz normales analoge Vorgehen das Ganze vorgibt. Wir haben jetzt nur die ersten zwei Schritte gemacht, nämlich Unterkieferscan, Oberkieferscan und da waren Sie vorhin live dabei, den Bissscan, sodass der Zahntechniker die beiden Kiefer auch zueinander fixieren kann. Gut, der letzte Scan, das ist der Implantatscan, den machen wir intraoperativ, sobald der Dr. Schlee das Implantat gesetzt hat und mit der dreidimensionalen Position im Raum zufrieden ist. Gut, dann schauen wir mal gerade rüber. Wie sieht es aus? Novomatrix. Wir haben also einen dünnen Morphotyp an Gewebe. Wir bereiten eine Kollagenmatrix vor, um das Gewebe zu verdicken. Florian kann ja sowas dazu erzählen. Ja. Ich glaub, hier das ist die Novomatrix. Sieht man das jetzt schon im Bild? Nee. Da kann man auch mal kurz da draufschalten. Auf diese Kamera genau. Bei mir. Das ist eine azelluläre dermale Matrix. Porzin-Ursprungs. Und das Ganze dient nochmal zusätzlich zur Weichgewebsverdickung. Das werden wir dann im Nachgang einbringen. Und das muss jetzt vorher rehydriert werden. Gewaschen. Das werden wir einfach so ein bisschen, genau, das wird jetzt schon gerade gemacht. Gewaschen, weil es kommt ja schon hydriert. Das genau. Ist das, was bei dieser Membran ein bisschen anders ist. Oder Matrix, und das besser gesagt. Lassen wir jetzt einfach da drin liegen. Und gehen jetzt genau. In den Mund. Sie würde ich bitten, dass Sie Ihren Kopf ein bisschen nach links drehen, lieber zur hübschen Dame. Das Besondere an der Membran ist, also man kann damit das Weichgewebe, das Vestibulär natürlich sehr schön verdicken. Was es nicht leisten kann, ist eine keratinisierte, befestigte Gingiva zu etablieren. Also die muss schon da sein, es verdickt nur, oder beziehungsweise man muss sie dann noch schaffen. Aber anders als beim Bindegewebstransplantat kann man eben nicht diese keratinisierte, befestigte Gingiva damit etablieren. Aber das brauchen wir, wie gesagt, nicht. Wir haben ja schon eine Zone. Wir haben eine ausreichend dicke Zone der keratinisierten, befestigten Gingiva. Wir wollen das im Prinzip nur verdicken hier, der Fall. So, jetzt geht es darum, den Zahn möglichst schonend zu entfernen. Da nutze ich gern entweder Periotomik, können Sie nehmen. Ich nehme ganz gern einen Heidemann-Spatel, der scharf geschliffen ist. Den gibt es so käuflich zu erwerben. Den kann man sich auch selbst scharf schleifen. Und arbeite mich jetzt bei dem Zahn langsam rum, trenne die scharpeischen Fasern, die suprakristallen scharpeischen Fasern ab. Und versuche schon ein bisschen zu luxieren. Sie kennen diesen Zahn, das ist ein Zahn, genau einer, den man in der Kurssituation und vor allem in der Live-Situation gar nicht haben will, weil er schon sehr kariös ist. Und naja, am liebsten wäre es einem natürlich, man hätte jetzt so einen ganz schönen, eleganten Traumazahn, den man sicher easy rauskriegt. Sie wissen alle miteinander, dass das ein bisschen fordernd sein kann. Aber wir lieben ja alle die Herausforderung. Und haben deswegen diesen Fall gewählt. Ich bin ein bisschen entspannt schon, weil ich merke, dass er sich schon ein bisschen bewegt.
Wir zoomen es noch mal ein bisschen auf. Sie könnten natürlich auch ein Skalpell nehmen. Auch Skalpelle eignen sich toll dafür. Ein schönes 15C ist dafür gut geeignet. Und Sie sehen, dass sich da schon was tut. Ich glaube, ich gehe ein bisschen raus aus dem Fokus, aus der Vergrößerung. Wir arbeiten ja, also ich arbeite regelmäßig mit dem OP-Mikroskop. Ich habe mir das einfach so angewöhnt. Ich meine da einfach ganz andere Ergebnisse zu erzielen. Wie gesagt, auch ein Skalpell eignet sich da ganz gut, dass man schon mal sich leichter in die Tiefe arbeiten kann. Und jetzt steigen wir um und versuchen schon mal mit dem Hebel ein bisschen zu arbeiten. Ja, was wir häufig auch gerne benutzen, ist das Benex-System, wo man in den Wurzel, ist ja, in dem Wurzelkanal ist ja tief frakturiert, man kann den schlecht anfassen mit dem Hebel, bohrt man in den Wurzelkanal ein Schaft rein, wird eine Schraube reingeschraubt und dann im Prinzip so eine Art Flaschenzug zieht man dann den Wurzelrest raus. Machen wir das doch mal. Das inzwischen ist es ein bisschen anluxiert. Ich glaube, es geht. Ich habe ein bisschen Bedenken mit dem Benex-System, weil der Zahn eben sehr kariös ist, dass es dann wirklich greift. Aber wir probieren es einfach mal aus. Wenn es nicht klappt, können wir ja immer noch klassisch entfernen. Genau. Also wenn die, Dr. Schlee hat es gerade angesprochen, wenn die Zähne tief kariös sind, dann kann es passieren, dass die Schraube nicht hält, dass man ja im Prinzip keine Primärstabilität bekommt und die Schraube einfach rausbricht, rausreißt. Naja, dann. Es gibt verschiedene Dicken. Es gibt eine schmale Benex-Schraube und eine dickere. Aber wenn es zu kariös ist, wie gesagt, dann. Oder wenn der Zahn einen Längsriss hat, was ich fast glaube, hat er. Wir werden es gleich sehen. Ja, er hat sich vorhin so ein bisschen bewegt. Zumindest habe ich das so wahrgenommen auf dem. Ich sehe es jetzt auch nur über dem Bildschirm. Ich stehe zu weit weg. Das funktioniert dann in der Regel ganz gut. Also wenn er vorluxiert ist, dann geht es ganz gut. Das ist jetzt unser, was so gepiept hat. Das ist unsere Zentrifuge. Ich glaube, es ist nicht schlau, den langen zu nehmen. Ich gehe nochmal zurück und wechsle auf den kurzen. Genau. Da kann man mit dem Flaschenzug schöner greifen. Gibt nicht nur lang, es gibt nicht nur dick und kurz, sondern es gibt auch lang und gibt nicht nur dick und schmal, sondern auch lang und kurz. War auch ein neues, das ist mir runtergefallen. So. Gut, da sieht man jetzt wieder, das ist ja, da wird er reingeschraubt. Es gibt dann noch so einen Aufsatz, dass man besser schrauben kann. Und so. Dann kommt jetzt der Flaschenzug, also gucken, ob es schon reicht. Der Aufsatz von dieser Schraube, da wird jetzt gleich so ein Draht eingehängt, der dann über die Umlenkrolle auf dieses Benex-Gerät übernommen wird. Ich muss ein bisschen improvisieren. Ach, da habt ihr das schon. Habt ihr ein zweites? Ich habe jetzt natürlich klugerweise. Da ist, genau, da ist der. Klugerweise den Ratschenkopf runtergeworfen. Jetzt sieht man gerade, das ist der Aufsatz, da kann man noch ein bisschen weiter schrauben. So. Jawohl. Das sieht gut aus. Wir wollen die 3-Sekunden-Regel nicht überstrapazieren. Das sieht prima aus. Gut. Jetzt kann man es über diese Umlenkrolle einhaken. Und in der Regel die Wurzel dann schön rausziehen. Wie gesagt, mal gucken, ob es uns greift. Ich bleibe mal hier unten. Genau, das ist jetzt über diese Schraube hinten, fährt jetzt der Schlitten zurück und es kommt Spannung über diesen Draht auf den Wurzelrest. Jetzt sieht man es. Ja, genau, und das war's schon. Aber der war gut vorluxiert. Wenn die richtig fest sind, die Zähne, dann dauert es länger. Ne? Da muss man ganz langsam nur schrauben und warten, bis die scharpeischen Fasern sich lösen, aber da hat der Dr. Schlee jetzt gut vorgearbeitet und das war jetzt kein Thema. Das ist eine absolut schonende
Form der Extraktion. Und man sieht jetzt hier auch, dass die vestibuläre Alveole, jetzt sieht man, ja genau, das ist sie, die ist, Markus, korrigiere mich, wenn ich das, aber die ist komplett erhalten sogar. Genau. Das komplett erhalten. Das macht die Geschichte einfacher. Wir würden die Sofortintervention, der Robert Mölken hat ja die Literatur uns toll erarbeitet, ohne Scheu durchführen, wenn diese Wand teilweise oder sogar ganz fehlt. Wichtig ist wirklich sorgfältiges Auskuritieren. Wichtig ist auch, dass man Epithel in dieser Tasche entfernt. In diesem Weichgewebssaum. Und wir achten streng drauf, jetzt da wirklich alles sorgfältig rauszukuritieren. Wie gesagt, ich mache das immer mit Mikroskop. Also das ist jetzt nicht nur heute für die Show, sondern das ist tatsächlich unser Routinevorgehen, das Sie hier sehen. Ja. Spülen das jetzt. Jetzt kommt der nächste. Ja, genau. Wird nochmal ausgespült. Und als nächster Schritt erfolgt jetzt die Implantatbettaufbereitung. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ich ganz gerne mache, ich nehme das Skalpell, Sie können auch einen Diamanten nehmen und lösen hier das Saumepithel ein bisschen raus. Okay. Ja. Es genügt, wenn man so abschabt. Sie müssen es nicht scharf raustrennen. Gut. Sie haben ja am Röntgenbild gesehen, dass die Zahnachse eine ganz andere ist, wie die wir uns wünschen würden fürs Implantat. Das macht es jetzt ein bisschen schwierig, denn wir müssen die Achse korrigieren. Dazu nehme ich ganz gern ein Instrument, was jetzt nicht aus der Box dieses Herstellers ist. Das sieht so aus, sehr scharf, und mit der kann ich sehr schön die Pilotbohrung durchführen. Denn wohin wollen wir denn? Das sollten wir uns jetzt erstmal gemeinsam überlegen. Sagen wir nochmal. Wir haben ja mal gedacht, man müsse das Implantat so setzen, dass die bukale Wand gestützt wird. Und wir wissen nun, dass das ja nicht der Fall ist. Heute wissen wir, dass die Zeit, in der man dicke Implantate genommen hat und die Wand stützen wollte, vorbei ist. Wir nehmen dünnere Implantate, setzen das Implantat etwas nach palatinal, und zwar so, dass dann der Schraubenkanal genau hier am Foramen Caecum wäre. Also das wäre jetzt für mich die ideale Implantatposition. Daraus folgt, dass wir bukal einen Spalt haben, den wir, sag mal hin, bitte, es beschlägt, augmentieren müssen. Das sieht man nicht? Okay. Nee, man sieht's. Ja, genau, jetzt. So ist es besser. Sehr gut, vielen Dank, Christina. Also das wäre die ideale Implantatachse. Jetzt haben wir ja vielleicht gesehen, dass die Zahnachse und die Implantat, also dass die Zahnachse ein bisschen nach distal geht. Das heißt, das würde ich gern korrigieren. Ich würde gern nach mesial gehen. Und jetzt führt uns natürlich die Alveole in eine falsche Richtung. Und ich würde raten, dass der Unerfahrenere mit Bohrschablone arbeitet. Ich tue das nicht. Ich habe jetzt ein paar gesetzt in meinem Leben und zeige Ihnen gleich, wie ich da vorgehe und trotzdem gutes Ergebnis erziele. Was ich vielleicht noch diskutieren möchte, was ist die ideale vertikale Position vom Implantat? Wir gucken mal, wo die Knochenkante ist. Das sind Dinge, die überlege ich mir, bevor ich implantiere. Wir werden also A, ein bisschen dicker werden, alleine dadurch, dass wir zurückgehen, B, die Matrix setzen, und wir fühlen, hier ist die Knochenkante. So, und was tue ich? Ich überlege mir, möchte ich den Sulcus hinhaben, und dann gucke ich, dass ich mein Implantat, biologische Breite des Implantats, 3,5 mm tiefer haben möchte. Und dann gucke ich, habe ich da Knochen? Ja, wie hier, dann ist es einfach. Nein, dann überlege ich mir, kann ich hier augmentieren? Und wenn das alles mit Ja zu beantworten ist, dann ist es ein Fall für ein Sofortimplantat. Geht es nicht, dann muss man vielleicht doch zweizeitig vorgehen. Aber wie gesagt, ich habe inzwischen auch keine Angst mehr, wenn die bukale Lamelle fehlt. Und wir mesial und distal natürlich Knochen haben. Das ist die Voraussetzung, ein Sofortimplantat zu setzen. Also, das ist das, was da in meinem Kopf vorgeht. Und jetzt starten wir mal. Wir wollen also die Achse ein bisschen korrigieren. Wir möchten ein bisschen nach mesial. Das schaue ich mir jetzt an. Und ich möchte ungefähr da rein. Dass ich nicht abgleite, bohre ich jetzt erstmal scheinbar völlig falsch.
Ich körne den Alveolfortsatz an. Und wenn ich drin bin, im Knochen, dann richte ich auf. So, das ist ungefähr die Achse, die ich mir vorstelle. Und wir prüfen das jetzt mal, ob das auch so passt, wie wir uns das vorstellen. Schauen wir mal rein, bitte. Und wir sehen, jawohl, wir sind genau da, wo ich will. Das ist jetzt natürlich ein Tick zu weit palatinal. Stört mich das? Nö, weil ich habe ja lingual Knochen und bukal nichts. Das heißt, mit dem weiter Ausschachten werde ich immer ein bisschen weiter nach bukal kommen und zum Schluss genau da enden, wo ich hin möchte. Genau, man kann sich das Ganze auch nochmal anzeigen lassen mit den Pins, die da extra in dem Chemlock, in der Chirurgiekassette drin sind. Kann man sich das nochmal dann anzeigen. Und der alte Trick mit der Zahnseide gilt da natürlich auch. Wer sich da unsicher ist, wickelt einfach Zahnseide um die Zähne, sodass die Zahnseide um die Nachbarzähne, sodass die Zahnseide auf der Bukalfläche anliegt. Und dann ist bei der Implantation darauf zu achten, dass das Implantat am Ende palatinal von dieser Zahnseide ist. Dann sind wir in der Komfortzone. Ja. Ja, Markus, erzähl ruhig weiter. Ja, nochmal zum Zielen. Ich gehe jetzt zum Eindringen in das Loch erst nochmal in dieser scheinbar falschen Achse rein und jetzt erst richtig auf und arbeite mich da an Ort und Stelle. Wir überprüfen das regelmäßig nochmal im Röntgenbild, wie du es schon gesagt hast. Das zeigen wir jetzt vielleicht auch gleich mal. Es gibt ja diese Hülsen, die habe ich mir ein bisschen modifiziert und abgetrennt. Warum? Naja, wenn es mal zu lang ist, dann komme ich mit dem Rechtwinkel, mit dem Halter einfach nicht gut zurecht. So, ich gehe jetzt mal kurz hoch. Die Mitarbeiterinnen machen schnell das Kontrollröntgenbild. Wir machen ein Kontrollröntgenbild, gell? Ja. Und dann, wenn wir uns sicher sind, dass alles passt und wir nichts mehr korrigieren müssen, dann geht's weiter. Gut, dann könnten wir doch in der Zwischenzeit mal das PF zeigen, oder? Ja, genau. Wenn man dann, das wäre doch eine Aktion. Mädels, wo sind denn die, da die Röhrchen? Das zeige ich mal hin. Grad. Das gehen wir da hinten. Da hinten hin. Während ihr röntgt, dann ist alles ein bisschen weg. Da sind sie. Können wir mal da hin? Ich weiß nicht, ob es schon geht. Filmen. Ob die Zeit schon reicht. Inzwischen sind die Röhrchen zentrifugiert. Man muss natürlich entsprechend warten, bis es auskoaguliert ist. Und Sie sehen, was da so rauskommt. Ich würde noch ein bisschen warten. Es kommt mir noch ein bisschen weich vor. Aber wir holen das nachher raus. Oh, es müsste eigentlich schon gehen. Wir holen das jetzt raus und entfernen die roten Blutkörperchen, die da im Klott liegen, und geben dieses Material hier in diese kleine Box, um es zu komprimieren. Das sind drei Schichten, also oben ist das Serum, dann ist das Fibrinschicht, das ist das, was der Dr. Schleder gerade separiert, und da sitzen die Blutplättchen drin zusammen mit den Wachstumsfaktoren. Wir müssen mal ganz kurz rausgehen, damit das Röntgenbild gemacht werden kann. Wir legen jetzt diese Metallplatte drauf und lassen es durch Eigengewicht da mal liegen und zusammen koagulieren. Machen das Röntgenbild schnell. Können wir? Achtung. Jawohl, Röntgenbild ist gemacht, wir können wieder rein. Einen Moment ohne Bild. So. Unsterile Assistenz, genau. Unbedingt vonnöten, die jetzt hier sich kümmert und röntgt. Sie würde ich bitten, den Mund schon wieder zu öffnen. Wir zielen schon wieder mit der Kamera, vielleicht den Kopf einen Tick wegdrehen von mir. So wäre es toll. Ja. Also die PAF-Membran werden da hinten jetzt gerade bedrückt. Es gibt nachher eine richtig feste Membran, wo, wie gesagt, die zentrifugierten Wachstumsfaktoren drin sind. Okay, wir kommen zurück zur OP. Das Röntgenbild wird gerade entwickelt, das schauen wir uns gleich an. Und wenn wir jetzt zufrieden sind mit der Implantatposition, dann erfolgt im Prinzip nur noch die weitere Implantatbettaufbereitung. Das ist jetzt aber ein ganz wichtiger Schritt, ein entscheidender Schritt, dass das Implantat nachher wirklich in der richtigen
Position drin sitzt. Wir werden, so wie ich das sehe, wahrscheinlich eine sehr gute Primärstabilität bekommen. Denn dadurch, dass wir die Achse ändern von dem Implantat, haben wir sehr viel Knochen, was uns sehr viel Primärstabilität gibt. Normalerweise hat man ja bei so einer Sofortimplantation, wenn man die Achse nicht ändert, kriegt man die Primärstabilität ja nur über den Knochen, der apikal der Wurzelspitze noch da ist. Und das ist ja jetzt anders. So, ich kriege jetzt das Röntgenbild vor die Nase geschoben. Das dauert einen ganz kleinen Moment. Genau. Jetzt können wir, genau. Kann man das Bild mal einfangen, hinten, was auf dem Bildschirm ist? Da sehen wir jetzt nämlich die Implantatachse, die wir jetzt über die Stichfräse. Ja, genau, da sieht man das. Ein bisschen scharf. Ja, prima. Das ist der Pin, der jetzt da in der Pilotbohrung drin steckt und der uns da die Implantatachse und auch natürlich die Implantattiefe uns anzeigt. So, und jetzt geht es zurück in den Mund. Sie sehen, dass ich wieder einfädle in scheinbar völlig falscher Achse. Jetzt das Bohrer zum Laufen bringe und jetzt mit einem Druck an die linguale Wand aufbereite. Ich komme ohnehin nach Bukal jetzt. Ne? Und das ist natürlich jetzt die Kunst, dass man hier dann richtig bleibt in der Achse. Das passt. Genau, sonst ist man ganz schnell rausgerutscht und präpariert in der Alveole weiter, was ja genau die verkehrte Richtung ist. So. Was war das jetzt für eine Tiefe? Das war jetzt ein 13er. 13er. Also 13er Formbohrer kommen jetzt. Jetzt sind wir bei einem 3,8er Formbohrer. Und damit belassen wir es auch. Es gibt ein 3,8er bitte. 3,8er 13. 3,8er 13 Implantat. Progressive Cone Lock. Genau, Cone Lock Progressive Line. Wird gerade von der unsterilen Assistenz vorbereitet und hier ist nochmal das Sachen rein, dass man es nochmal sieht. Hier ist nochmal die Achse. Da liegt es schon drauf. Nochmal. Überprüfen nochmal gerade die. So sehen Sie nochmal die Bohrachsen. Sie sehen jetzt, was wir hier im Pokal alles augmentieren müssen. Ja. Sehen wir nachher gleich auch nochmal, wenn das Implantat eingesetzt ist, den Spalt zwischen bukaler Knochenlamelle und dem Implantat, der Implantatoberfläche. Vielleicht können wir mal hier drauf fokussieren. Hier sieht man, wie das Implantat verpackt ist. Der arme Kameramann muss hin und her witzen. Kommt schon in Schwitzen. Kleiner Trick beim Rausnehmen, dass es nicht durch die Gegend fliegt. Dr. Schlee zeigt es gleich. Sie klipsen hier genau. auf. Leicht drehen. Über dem Tisch. Und lösen es dann vorsichtig. Genau. Sie sehen, in der Verpackung ist gleich die Deckschraube mit eingepackt. Die werden wir gleich verwenden. Oder in dem Fall brauchen wir es ja gar nicht. Prima. So, und jetzt gehen wir wieder zurück in den Mund, bitte. Ja, perfekt. Und jetzt kommt die Implantatinsertion. Im Prinzip analog zur... Genau, sehen, wie der Dr. Schleder rangeht. Erstmal in der scheinbar verkehrten Position. Wie auch die Implantat... Aufbereitung. Es muss erstmal greifen, apikal. Und mit dem Implantat kriegen wir eine wahnsinnig hohe Primärstabilität. Ich bin mal gespannt. Ich gucke hier mit parallel. Ich werde es Ihnen gleich sagen. Erzählen. Ich brauche mal ein Instrument zum Zeigen. Deswegen habe ich kurz mal angehalten. Das sind ungefähr 3,5 mm, sodass ich, man ist natürlich hilfreich, wenn man es sich vorher ein bisschen ausmisst, dass man dann nicht mit der PA-Sonde ständig gucken muss. Sind jetzt schon bei 25 Newton-Zentimeter. Primärstabilität. So, wo stehen 30. Wir jetzt? Jetzt gucken 30 wir uns das mal an. Newton-Zentimeter Primärstabilität. Die Implantatachse ist ideal. Auch okklusal betrachtet ist jetzt ideal. Okay. Das sitzt palatinal und ja, im Prinzip kommt die Schraube daraus, wo man sie eben auch verschraubt gerne haben wollen, nämlich palatinal. Letztes überprüfen, ob meine Einschätzung der vertikalen Implantatposition auch die korrekte ist. Wir messen es uns nochmal aus, gehen auf die Schulter und genau da möchte ich hin. Ja. 3 mm haben wir jetzt gerade wieder gemessen, das hat man ein bisschen schlecht drauf gesehen, also 3 mm
So, jetzt müssen wir augmentieren. Jetzt müssen wir erst noch mal kurz scannen gerade. Wenn du mir gerade noch den Scan-Körper einschraubst, dann machen wir so rum. Ist das, genau. Gehen wir in den Mund. Jetzt kommt das Scan-Abutment. Also das ist der Teil, der einzige Teil des Scans, während der OP abläuft. Normalerweise machen wir das so, das macht dann der Operateur, der zieht sich dann Epiparathandschuhe an, also unsterile Handschuhe zum Scannen. Was ist das so? Oder möchtest du die flache Seite Buccal sehen? Die flache Seite, ja, die flache Seite ist Buccal. Also die flache Seite ist für das Matchen, für den Zahntechniker entscheidend und die sollte entweder nach palatinal oder nach Buccal, möglichst nach Buccal, dann kann man es besser scannen. Wenn es approximal sitzt, dann wird es schwierig, die flache Seite komplett zu erfassen. Genau. Wichtig ist natürlich auch, dass es richtig sitzt. Also wenn man es falsch draufschraubt, hat man den gleichen Effekt, als wenn man das falsch, wenn man das Abutment, den Abdruckpfosten falsch draufschraubt, dann passt es nämlich nicht. Gut. Also normalerweise, wie gesagt, zieht man jetzt Epiparathandschuhe an. Bis hierhin ist ja alles steril, nur der Griff des Scanners, das Handstück, das ist nicht steril. Das werden wir gleich so machen. Da sieht man es dann drauf, gell? Das sitzt. Genau, das sitzt, das sitzt drauf. Okay, das passt. Das ist ja ein Cone-Lock mit dem Plattform-Switch. Und ich ziehe mir jetzt gerade Handschuhe an und scanne das über. Ich bin nämlich unsteril, sonst haben wir da nur einen Zeitverlust drauf. Wir gehen, kann man vielleicht kurz nochmal auf den Bildschirm rüber? Genau. Man sieht, da ist eine Biokopie nochmal drauf. Das lassen wir jetzt aus. Das habe ich angelegt schon. Das hatte ich angelegt, diesen Scanpfad mit dem Röntgenbild von dem Überweiser, wo da ja noch die Krone drauf ist. Dann hätte man nämlich eine Kopie machen können. Und der Zahntechniker hätte die 1:1. Achtung, müssen wir, genau. Einmal darum, Dankeschön. Der Zahntechniker hätte es 1:1 dann übernehmen können. Nehmen noch nicht. Jetzt müssen wir auf den Scanbody. Ganz genau, da wo das Fragezeichen ist. Prima. Und können wir das mal kurz. Oh, ich kann es jetzt nicht anfassen, weil es steril ist. So, genau. Okay, dann können wir den Scan starten lassen. Gut, wichtig ist, dass wir jetzt hier ein bisschen auch auf die Nachbarzähne drauf gehen, dass der Computer das auch matchen kann. So. Und jetzt ganz wichtig nochmal die vestibuläre Seite, dass wir das Abgeplattete von dem Scanpfosten mit drauf haben. Und das war's schon. Dann können wir wieder ausmachen. Man sieht jetzt auch, da ist ein grünes Häkchen dran, das heißt, der hat das gleich alles gematcht und das kann jetzt parallel rausgehen an den Zahntechniker. Der sitzt in seinem Labor vor seinem Rechner und das wird einfach übers Internet, Dankeschön, zu ihm rüber geschickt. Also es geht relativ fix. Jetzt muss er es natürlich noch konstruieren. Hätten wir noch die Krone in situ gehabt vorher, also sprich diese Biokopie gemacht, dann hätte er das gleich einfach übernehmen können, rausfräsen können. Der Fräsprozess dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Dann muss er es noch verkleben auf eine Klebebasis und muss dann wieder hier nach Forchheim fahren. Der sitzt in Erlangen, braucht so ca. 20 Minuten zum Fahren. Und dann ist das Provisorium schon fertig. Dann kriegt der Patient ein Sofortprovisorium. Wichtig bei dem Sofortprovisorium ist auch, dass weder eine statische noch eine dynamische Okklusion da drauf sind. Wir haben zwar eine super Primärstabilität von 30 Newton-Zentimeter, aber gerade der Eckzahn, bei einer Eckzahnführung ist das zu viel Kraft, die da auf das Implantat übertragen wird. Also da ist drauf zu achten. Aber ansonsten ist es eine sehr schöne Sofortversorgung oder Form der provisorischen Versorgung. Denn der Patient hat keine Prothese, der hat nichts Herausnehmbares. Es ist sehr komfortabel.
für den Patienten. Ja, wir kommen zurück nochmal genau an den OP-Tisch mit der, genau, dass man das jetzt gerade sieht. Das sind jetzt die blattgedrückten PRF-Membranen. So kommt das jetzt raus. Genau. Sind wir online? Ja. So kommt das jetzt raus. Wir sehen, dass diese Würstchen sozusagen jetzt plattgedrückt sind. Jetzt nehmen wir uns eine Schere und schneiden das in möglichst kleine Schnipselchen. Ein Vorteil dieses Verfahrens, dass man kein Thrombozytenkonzentrat mehr nimmt, sondern letztendlich kein PRP, sondern ein PRF. Wir wollen die Wachstumsfaktoren in Fibrin eingebunden, denn wir wissen oder wir sehen, dass der Release fast verdreifacht, fast für die dreifache Zeit sehen wir den Release von Wachstumsfaktoren, von Platelet-Derived Growth Factor, den Insulin-like Growth Factor. Und es hat sich da nicht so viel getan, aber das Verfahren ist ein bisschen anders. Es gibt ja im dreimonatigen Turnus neue Ideen, wie man sowas zentrifugieren soll. Das ist auch ein bisschen das Problem an der Geschichte, dass die Evidenz natürlich fehlt, wenn da ständig Dinge geändert werden. Ich sehe über den Wachstumsfaktor hinaus noch andere Nutzen. Sie werden es gleich sehen, dass das Material auskoaguliert und dadurch viel leichter handelbar ist. Wir nehmen jetzt so ein Näpfchen und geben das da rein. Ich stelle mal die Implantatbox da weg und hole mir ein Instrument, mit dem ich das da reingeben kann. Dann nehmen wir das Knochenersatzmaterial. Sie können natürlich einen autologen Knochen nehmen. Wenn Sie den, der die Renaissance der Sofortimplantate zumindest wissenschaftlich wieder eingeleitet hat, den Robert Nölken hören, der nimmt ja nur autologen Knochen und hat ganz tolle Ergebnisse. Wir tun es ihm häufig nach, aber wir nehmen auch gern einen Allograft, kommt in dieser Packung, und geben das dem Material hier zu. Wir nehmen das Exudat, was da platt gedrückt worden ist, geben das ein bisschen rein, mischen das und haben entweder in einem Plastikröhrchen oder in einem Glasröhrchen gespinnt, was zur Folge hat, dass wenn wir jetzt das IPRF hinzugeben, das hier sehr schnell auskoagulieren wird und wir fast mit der Pinzette das Material aufnehmen können. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, denn wenn es blutet, in dem Fall tut es das nicht, werden uns die Partikel nicht so schnell weggeschwemmt und es stabilisiert natürlich auch. Sie sehen schon, das ist auskoaguliert. Ich könnte es jetzt schon mit der Pinzette rausnehmen, das was vorher ein partikulärer Knochen war. So, das lassen wir jetzt liegen, gehen in den Mund zurück. Jetzt wollen wir natürlich kein Knochenersatzmaterial ins Implantat hineinstopfen. Deswegen müssen wir zuerst einen Gingiva-Former draufschrauben. Der dient jetzt kurz, ja, true. Ja. Der dient jetzt einfach nur als Platzhalter. Wie gesagt, wenn die provisorische Krone fertig ist, kommt er raus und die provisorische Krone, die verschließt dann praktisch den Weichgewebskragen und stützt uns gleich das Weichgewebe und formt uns eben gleich das Emergenzprofil aus. So, jetzt geht es darum, dass man Gewebe ein bisschen verdickt. Dazu präparieren wir zunächst mal mit so einem Tunnelskalpell, ne? Ein Tunnelskalpell, ein Spaltlappen da. Wobei man diskutieren muss, ob in welchen Fällen das nötig ist. Wird es wirklich auf sehr dünne Morphotypen limitieren. Und das Verfahren, das Implantat zurückzusetzen, macht das Gewebe allein ein bisschen dicker. Die Frage ist immer, was braucht man? Ist manchmal ein bisschen schwierig, wie hier, sodass ich dann manchmal Tunnelinstrumente nehme, die einen Tick stumpfer sind, um es erstmal ein bisschen abzuheben und erst dann weiter zu spalten. Grundsätzlich ist gegen dickes Gewebe nie was zu sagen, weil es hilft uns bei der Ästhetik und es hilft uns aber auch bei der Konservierung des Knochens. Also lieber ein bisschen dicker als zu dünn. Und
Ja, Dr. Schlee hat es vorhin schon angesprochen. 3 mm wollen wir gerne haben als Emergenzprofil. Und neueste Studien haben auch gezeigt, dass unter 3 mm, also wenn man unter 3 mm Emergenzprofil hat, beziehungsweise Abutmenthöhe, dann kommt es zu einer verstärkten Knochenresorption des bukalen Knochens. Und verstärkte Resorption bedeutet natürlich auch ästhetisch dann eine Rezession auf lange Sicht, was wir weder ästhetisch noch funktionell sehen möchten. Sie haben jetzt hier gesehen, hier habe ich eine kleine Perforation produziert. Das hat damit zu tun, dass der Alveolarfarz hier bukal, sage ich mal, ein bisschen ausdehnt. Deswegen machen viele da immer gleich einen Schnitt, schieben es von unten rein. Also wenn ich mich jetzt geschickt verkaufe, würde ich sagen, das habe ich absichtlich gemacht, war aber nicht so. Aber das ist kein Problem, das löst keine Nachteile aus für unseren Patienten. Wie gesagt, viele machen es ja absichtlich. Das ist also ein bisschen der techniksensible Teil und man muss dann, wie gesagt, sich gut überlegen, wann mache ich es, wann bringe ich meinen Patienten dann Nutzen. Das ist nicht immer der Fall. Genau, man sieht auch, wie tief das tunneliert wird, also sowohl nach apikal als auch nach mesial und distal. Wir brauchen ja Platz, wir brauchen Mobilität, um die Matrix da reinzufüllen. Und ich komme nochmal zurück auf die Höhe. Diese neuesten Studien, die ich da gerade angesprochen habe, die haben übrigens gezeigt, dass es unabhängig von der Weichgewebsdicke die Abutmentlänge ist. Also bei einem 3 mm oder noch längerem Abutment kommt es eben nicht zu dem Knochenabbau. Allerdings, wir sind ja da im ästhetischen Bereich und ich denke, keiner unserer Patienten würde es akzeptieren, wenn da einfach das Abutment oben rausschaut. Also von daher führt hier kein Weg an einer Weichgewebsverdickung vorbei. Und jetzt haben wir genügend keratinisierte, befestigte Gegengewebe. Also da ersparen wir das natürlich dem Patienten, da jetzt nochmal an den Gaumen ranzugehen. So, jetzt Sie sehen, dass das ganze Weichgewebspräparieren fast aufwendiger ist, als wir das ganze implantieren. Holen wir uns von dem Knochen was. Das ist inzwischen auskoaguliert und ich kann mir so ein, manche sagen ja Kieler Sushi dazu, aber das ist nichts weiter als auskoaguliertes Knochenersatzmaterial mit Schnipseln, Fibrinschnipseln drinnen und das füllen wir jetzt rein und füllen diesen doch recht großen Hohlraum auf. Und wenn Sie ein stabiles Implantat mit einer stabilen Innenverbindung nehmen und einen Plattformswitch, dann wird da sehr viel Gewebe hochgranulieren. Sie werden dann sehen, wenn Sie die Follow-up-Bilder irgendwann mal angucken, dass wir noch ein gewisses Gewebe gewinnen werden und dann eine gute Ästhetik erzielbar ist. Genau. Stabile Innenverbindung, das war jetzt gerade das Stichwort für das Cone Lock mit dem Konus und dem Platform Switch, was übrigens, also alle, den Platform Switch macht nur Sinn, wenn das Implantat auch kristall bzw. leicht subkristall gesetzt wird. Genau. Da geht ja einiges rein. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, zum Auffüllen erstmal von dem Spalt, von dieser, ja, die Jumping Distance ist ja weit überschritten. Und ich bin auch nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Ne? Wenn man sich die Weltliteratur anschaut, und da ist ein Artikel mit 4 Implantaten. Und gut, es gab natürlich, also der klinische Artikel, der immer wieder zitiert wird, das waren 4 Implantate. Und ja, so weit möchte ich mich nicht rauslehnen, zu sagen, dass das immer funktioniert. Ne? Also wissen wir ja auch nicht so richtig, wo, wann jetzt gerade diese 1,5 mm über- oder unterschritten sind. Also ich weiß nicht, wie du es jetzt genau machst, Markus, ich nehme es eigentlich immer. Ich auch. Ich fülle es immer auf. Ja. Wie gesagt, die Daten vom Robert Rölken, die müssen nicht jetzt nochmal neu gemacht werden. Der hat es
so sorgfältig und präzise untersucht, das kann man jetzt einfach mal so kopieren. Denn da war ein Mann dabei, der sich viel gedacht hat und auch wirklich jeden Schritt überprüft hat. Ich glaube, dieses Konzept, das ist jetzt mal als aktueller Stand des Wissens anzusehen. So, das war's. Das ist jetzt aufgefüllt, du hast aufgefüllt bis zur bukalen Knochengrenze, ne? Nicht darüber hinaus. Genau. Und so. Ich habe es auch, sagen wir mal, ein bisschen kondensiert, ohne es wirklich dicht zu packen, wenn man das so mal sagen will. Wir haben mal da einen histologischen Artikel darüber gemacht, im International Journal for Perio Restorative, der dann gezeigt hat, wie bei dicht gepackten das dann sich doch auch mal ungünstig verhält. Das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Der Knochen braucht Platz, um auch da reinzuwachsen. Wenn man es jetzt wirklich richtig reinpresst, reinstopft, dann hat der Knochen keinen Platz, um in das Knochenersatzmaterial dann reinzuwachsen. Jetzt wird gerade die Membran, die Matrix, die Novomatrix, wird vorbereitet. Ist übrigens eine Matrix, die nur zur Verdickung des Gewebes dient. Also man kann damit nicht, ist keine Barrieremembran. Braucht ja gar nicht viel. Was ist das biologische Prinzip dahinter? Ich meine, das ist jetzt Kollagen, gell? Und kein menschliches. Das wird eingebaut und umgebaut über die Zeit. Wir finden nach ein paar Jahren immer noch Reste von tierischem Material. Ich versuche es mal so reinzuschieben, wenn nicht, brauche ich eine Naht, um es reinzuziehen. Kann man näher rangehen mit, dem, ja, mit der ich. Kamera? Ja, genau, jetzt sieht man es besser. Also Sie können jetzt einstechen, ach, vielleicht zeige ich es mal so. Das ist, mit Anschlingen, wenn man es mit einer... Wobei, du hast so gut simuliert, ich glaube, man könnte es sogar... Ja, ich glaube fast so auch, dass es einfach geht. Also Sie können es sich ja alle vorstellen, Sie machen eine Matratzennaht und ziehen es einfach rein. Das ist die andere Variante. Und so ist es natürlich auch nett, weil man den Patienten gar nicht zur Nahtentfernung einbestellen muss. Genau, das wird ja nachher, wenn das Provisorium eingesetzt ist, nach oben hin alles abgedichtet. Das ist, ja. Jetzt vielleicht noch was zu dem Konzept. Also wir haben ja von Zeit- und Termineffizienz gesprochen. Wir formen jetzt, wir verdicken das Gewebe und formen dann im Anschluss gleich das Emergenzprofil aus. Jetzt verdicken wir das natürlich etwas mehr, das ändert sich, also es wird natürlich resorbieren noch, es, ein Stück wieder. So dick, wie wir es jetzt haben, wird es nicht bleiben, klar. Wird eine gewisse Resorption mit der Zeit dann auftreten. Das heißt, wir können jetzt nicht, basierend auf dem Scan, den wir haben, jetzt gleich die definitive Krone anfertigen. Sondern hier müssten wir jetzt so nach der Einheit, also 14 Tage bevor die definitive Krone angefertigt werden soll. Jetzt sieht man es gerade in situ. Und das, was man jetzt noch sieht, um den Gegenüberform herum, wird nachher praktisch verschlossen durch das Provisorium. Und 14 Tage, bevor die definitive Krone dann eingegliedert werden soll, muss der Patient nochmal gescannt werden. Das Provisorium kommt nochmal raus. Dann macht man nochmal so eine Biokopie in den gleichen Scan rein, scannt das Ganze ab und dann haben wir die Weichgewebsdicke zum Zeitpunkt der Einheilung, also nach der Einheilung besser gesagt. Und wir scannen dabei auch gleich nochmal das Emergenzprofil ab. Das kriegt der Zahntechniker wieder zugeschickt, der matcht das rein, plant dann nochmal neu aufgrund der Weichgewebssituation und dann kann das Implantat, kann die Versorgung direkt eingesetzt werden. Das Ganze hat natürlich besonderen Charme dann auch, wenn man es mal nicht, wenn es keine Sofortimplantation ist, sondern eine geschlossene Implantation, gehen wir genauso vor. Und während der Einheilung stellt dann der Zahntechniker sogar die definitive Krone her. Und so, die schon, ja, kriegt dann der
Überweiser zugeschickt und Patient kommt, wird nur noch freigelegt und kriegt gleich dann seine fertige Krone eingegliedert. So, herzlichen Dank dafür, dass Sie sich da zur Verfügung gestellt haben. Das war's. Antibiotika-Protokoll. Wir machen ja gerne eine Single-Shot-Antibiotikagabe. In so einem Fall bei einer Sofortimplantation, bei der Knochenersatzmaterial offen einheilt, würden wir das nicht tun. Der Patient steht entweder auf Amoxicillin oder auf Amoxiclav, 3 Stunden Präop. Ich werde Sie bitten, heute Abend noch eins zu nehmen und am Morgen früh und abends, bis die Schachtel zu Ende ist. Schmerzmittel nach Bedarf. Kühlen, kriegen Sie jetzt Kühlpacks von uns mit. Mhm. Morgen ist die Krone fertig, die wir dann, das Provisorium, das wir einsetzen. Und dann können wir nach 2-3 Monaten die finale Abformung machen und das Ganze fertigstellen lassen. Okay. Also hat alles schön geklappt. Zu beachten ist nicht so sonderlich viel. Sie haben eine Handynummer, dass Sie mich anklingeln können, wenn nachts was wäre. Ja. Aber ich glaube, dass ich ruhig schlafen werde und Sie auch. Doch, fertig, Haben Sie noch irgendeine Frage an uns, bevor Sie jetzt... Ich bin bloß erstaunt, wie toll das alles lief. Also ja, auch die Spritzen. Ja, ja, genau, das ist jetzt die Frage. Hat es wehgetan? Nein. Wie viele Flaschen Wein möchten Sie dafür? Nein, das war also wirklich toll. Sehr gut. Vielen Dank. Also vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Gell? Macht ihr im Nachbarzimmer das Kontrollröntgenbild bitte? Dann können wir nämlich hier die Fragen beantworten. Machen wir das hier im Stehen? Erste, oder? Ja, ich muss mal ein bisschen hier rüber gehen, sonst kann ich das nicht lesen. Also die erste Chatfrage, die wir bekommen haben, ist: Was sind Ihre Entscheidungskriterien nach Zahnextraktion bei nicht komplett intakter Alveole für die Implantation? Also für die Sofortimplantation wahrscheinlich, ne? Wer soll? Du hast im Prinzip vorhin ja schon fast... Es gibt relativ wenig Kontraindikationen. Auch der behärtete Zahn geht. Worauf ich achten würde, habe ich kompakta apikal der Behärtung. Dann fühle ich mich sehr, sehr sicher. Dann kann man aus meiner Sicht wirklich, sofort implantieren. Habe ich so ein diffus... in den Knochen übergehendes infektiöses Geschehen im Sinne von vielleicht der Osteomyelitis, sofern man das sehen kann, dann wäre ich eher skeptisch. Aber ich sehe jetzt relativ wenig Kontraindikationen. Wenn man eine adäquate Primärstabilität zustande kriegt, ist das möglich, nahezu immer. Wir sehen jetzt auch die Artikel, die jetzt immer mehr kommen, auch bei Molaren durchaus, sofort zu implantieren. Wird das ganze Konzept verändern? Man muss ja nicht zwingend sofort belasten, aber ist natürlich für den Patienten angenehmer, billiger, schneller und korrekt durchgeführt ist das ein sehr valides Konzept inzwischen. Ich hoffe, das war die Frage sonst. Haben wir noch? Ist ein längeres Implantat bei der Sofortimplantation für die Primärstabilität grundsätzlich zu empfehlen? Ja, also ich habe es vorhin schon mal ganz kurz am Anfang angesprochen, die Implantation oder die Primärstabilität wird im Prinzip erreicht über den zur Verfügung stehenden Knochen, der apikal der Wurzel da ist. Und wenn viel Knochen zur Verfügung steht, bringt natürlich ein langes Implantat noch mehr Primärstabilität. Ja, also ist definitiv zu bejahen, die Frage. Dann kommen wir zur dritten Frage. Wobei ich möchte nur was dazu sagen. Ich bin ja wirklich ein Fan von kurzen Implantaten. Kurz ist 9 oder kürzer. Wir haben wirklich genug Evidenz, um sagen zu können, dass kurze Implantate genauso gut funktionieren wie lange. Kurze kriegt man leichter wieder raus, wenn es mal ein Problem gibt. Sie haben weniger Lagerhaltungskosten, weil Sie nicht alle Längen da bevorraten müssen. Wir haben eigentlich, ich setze eigentlich nie was Längeres als 9, außer beim Sofortimplantat. Vor allem dann, wenn ich sofort belasten will und Primärstabilität will, dann brauche ich durchaus was Längere. Bei jeder Spätimplantation würde ich nie im Leben an der Situation ein 13er Implantat setzen. Never ever. Ja. Ich würde einen 9er setzen und es reicht mir völlig aus. Bloß, dass das auch nochmal... Ja, das war jetzt auf die Sofortimplantation bezogen. Ansonsten, 9er ist, glaube ich, das, was wir am meisten hier verdübeln. Dann die nächste Frage: Wann ist der ideale Zeitpunkt für eine Weichgewebsverdickung? Ja, das ist jetzt eine Frage, das kann man je nach Indikation, ne? Also man kann es vorher
verdicken, man kann es während der OP verdicken, wie wir es jetzt gemacht haben. Grundsätzlich machen wir das so, dass wir es möglichst mit einem Schritt also verquicken bei der Freilegung zum Beispiel. Wenn es nicht viel ist und man kann es über einen Rolllappen machen, dann machen wir das natürlich bei der Freilegung mit. Wenn es doch mehr zu verdicken ist, dann mache ich das persönlich ganz gerne, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Markus, aber bei der Implantation schon gleich mit, dass man dann, wie jetzt gerade gesehen, eine Novomatrix drauflegen oder Bindegewebstransplantat, wenn man gleichzeitig noch die keratinisierte befestigte Gingiva verbreitern möchte. Also eine Kollagenmatrix setze ich auch bei zweizeitigen Vorgehen dann gerne bei der Implantation. Wenn ich autologes Gewebe nehme, dann habe ich immer noch die Chance beim Freilegen, dann warte ich, wie es dann aussieht und korrigiere es da, um vielleicht den Patienten einen Eingriff zu ersparen. Also minimalinvasives Vorgehen ist da für mich die Leitlinie. Dann die nächste Frage, ich muss ein bisschen wieder, damit ich es lesen kann. Welches Nahtmaterial empfehlen Sie in der ästhetischen Zone? Also ich nehme immer ein 6-0er Polypropylen, ich habe ein 7-0er für bestimmte Indikationen und ich habe, wenn es mal blutet und ich mehr Zug brauche, auch ein 5-0er da. Wir nehmen Polypropylen als Nahtmaterial. Hersteller, ziemlich egal. Kann muss das ich mal gerade in die Kamera zeigen. Das ist die 6-0er mit der Druckarspitze. Das ist praktisch unser Standard-Nahtmaterial. Ja, genau. Wir haben jetzt für die ästhetische Zone kein spezielles. Wir nehmen das auch für Weisheitszähne, also wir nehmen das einfach immer. Wichtig für mich ist, dass es keine schneidende dreieckige Spitze hat. Also wir sehen ja immer auf Kursen gern beim praktischen Arbeiten, dass den Teilnehmern Dreiecksnadeln angeboten werden, die schneidend sind. Und dann schneidet man riesen Löcher rein und es liegt ein dünner Faden drin. Das ist Pseudomikrochirurgie. Also aus meiner Sicht sollten Sie dann auch Nadeln nehmen, die kleine Löcher schneiden. Sonst bringt der ganze Spaß nichts mehr. Und dann bin ich bei der Rundkörpernadel, die natürlich leicht verbiegt. Deswegen sollte sie eine Druckarspitze haben, der vorderste Millimeter angeschliffen. Und dann haben Sie den idealen Kompromiss. Prima. Und die nächste Frage keine Fragen mehr. Wir haben alles beantwortet. Vielen Dank für die guten Fragen. Ja, wir wünschen einen schönen Abend. Hoffentlich beim schönen Glas Wein, denn das Abenteuer des Restaurants, das ist ja nicht mehr möglich oder momentan nicht möglich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und danke Chemlog, dass Sie diese Veranstaltung organisiert haben. Danke an Ömos Media, die die Filmübertragung durchgeführt haben als Dienstleister für Chemlog. Und Ihnen allen schönen Abend. Schönen Abend. Wiederhören.